liebe Studierende, ich freue mich, Sie in dieser Vorlesungswoche ebenfalls begrüßen zu können. Wir sind mittlerweile schon fast bei der Hälfte von unserem Semester angelangt und jetzt in der achten Woche und im zweiten Teil von unserem kleinen methodischen Einschub zu Diagnostik und Testverfahren. Wie Sie vielleicht auch schon gemerkt haben, es gab einige kleine Probleme mit dem Hochladen der letzten Vorlesung. Sie haben ja auch da via GradeCrafter auch verschiedene E-Mails bekommen. Das hat sich leider etwas verzögert, aber wir hoffen, dass das in Zukunft natürlich auch dann gleich am Vorlesungstag dann auch immer hochgeladen wird, sodass wenn Sie auch sich die Zeit nehmen, wie jetzt beispielsweise die Vorlesung auf YouTube jetzt am gleichen Tag zu schauen, dass Sie dann auch beispielsweise auch die Quizaufgaben dann auch bearbeiten können, wenn Sie das halt machen wollen, um so Ihre Punkte zu erreichen. Da dies eventuell auch Ihren Zeitplan, den Sie sich für die Woche gemacht haben, etwas beeinträchtigt hat, habe ich mich entschieden, dass Sie für die letzte Vorlesungswoche wirklich jede von Ihnen dann 40.000 Punkte einfach so gut zu schreiben, sodass Sie quasi auch keinerlei Nachteile dadurch haben, weil das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Wir wollen logischerweise, dass wir Sie durch dieses Semester gut begleiten, um quasi Ihren Lernerfolg auch wirklich dann nachhaltig zu unterstützen. Okay, apropos Quiz. In der letzten Woche haben wir uns vor allem die Diagnostik angeschaut und den Prozesskreislauf, den wir uns angeschaut haben. Vor allem haben wir auch gesehen, dass Diagnostik in der pädagogischen Psychologie sich vor allem auf die Individualdiagnostik auch bezieht und dass es im Rahmen von dieser Individualdiagnostik sich auf Einzelpersonen auch bezogen wird. Dann haben wir uns angeschaut, okay, was sind die verschiedenen Aufgabenfelder der Diagnostik, die Handlungsfelder, in denen Sie auch diagnostische Methoden der pädagogischen Psychologie benötigen. Und haben uns auch angeschaut, was sind quasi Implikationen davon, also warum ist es in gewisser Weise wichtig, dass Sie auch da robuste Methoden auch verwenden. Und Sie werden auch verschiedene Testgütekriterien in dieser Veranstaltung jetzt auch kennenlernen. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass die Ergebnisse von solchen psychologischen Tests auch teilweise weitreichende Konsequenzen für die getesteten Personen auch haben können. Was auch mit die meisten von Ihnen auch in dieser Quizfrage auch so betrachtet haben. Dann haben wir uns genauer angeschaut, die verschiedenen Merkmale der Diagnostik, auch von der Zielsetzung her, Selektionsdiagnostik, Modifikationsdiagnostik, Status- und Prozessdiagnostik. Und dabei haben wir insbesondere, dass die Statusdiagnostik, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Schwerpunkt darauf liegt, diagnostische Informationen auch zu erkennen und die Prozessdiagnostik über die Zeit veränderlich die Merkmale sichtbar macht. Okay, ich sehe gerade vom Chat, dass der Ton etwas schwach ist. Das ist vielleicht auch eine Anmerkung an die Regie. Ich kann auch schauen, ob ich... Ich habe mich auch überall gemutet. Okay. Der Chat schreibt, dass der Ton etwas schwer zu hören ist und dass es sich wie ein Quietschen anhört. Okay, wir probieren das Problem zu lösen. Wenn Sie quasi in der Aufzeichnung gerade sind, wird es vermutlich eine andere Tonspur haben, aber wir probieren es natürlich auch für diejenigen von Ihnen in der Vorlesung auch gleich zu regeln. Wir hören Sie gut, okay? Also jetzt ist es viel besser. Okay, perfekt, Problem gelöst, super. Tipptopp, vielen, vielen Dank an die
Regie auch dabei. Okay, genau, Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und dass wir uns auch da diese unterschiedlichen Zielsetzungen angeschaut haben. Vielen Dank auch an diejenigen von Ihnen, die das auch sofort im Chat auch bemerkt haben. Das ist wirklich ein Teamwork in gewisser Weise auch alles hier. So, dann haben wir uns im Prozesskreislauf verschiedene Merkmale genauer angeschaut. Unter anderem, wie Sie Konstrukte, die nur schwer in der Wirklichkeit beobachtbar sind, messen können und wie Sie die dann mit Variablen in Anführungszeichen sichtbar machen können, was Sie mithilfe der sogenannten Operationalisierung machen können, damit die Ergebnisse dann auch verwertet werden können. Genau, und heute wollen wir uns vor allem auch verschiedene Testverfahren genauer anschauen und auch wie man Auswertungen auch machen kann. Aber bevor wir damit starten, wir wurden ermuntert von der Universität aus eine Semesterevaluation von unserer Veranstaltung zu machen. Ich weiß, wir haben auch immer nach jeder Vorlesungswoche oder nach zwei Vorlesungen jeweils, weil ich glaube, der Zwei-Vorlesungsrhythmus ist für unsere Veranstaltung für internes Feedback etwas besser, dass Sie mir auch direkt anonymes Feedback geben können, damit wir auch gemeinsam die Veranstaltung auch jedes Mal verbessern und dass wir auch da auch, das haben Sie ja auch gesehen, wie wir Ihr Feedback da auch aufgegriffen haben, um für uns alle quasi eine gute Lern- und Arbeitsatmosphäre auch zu gestalten. Aber die Universität möchte natürlich auch wissen, wie das hier alles abläuft. Von daher würde ich Sie bitten, ich kann auch den Link gleich auch ins Chatfenster packen oder wenn Sie dann den QR-Code einfach einscannen mit dem Codewort, was da auch steht, unsere Veranstaltung zu evaluieren. Und wir wurden auch quasi, dazu gebeten, diese Evaluation auch im Rahmen einfach 15 Minuten nehmen. Ich habe auch gesehen, dass im Chat auch noch einige eventuell mich nicht gut hören. Das probieren wir natürlich jetzt auch zu lösen. In der Zeit, also es trifft sich gerade gar nicht mal so schlecht. Genau, ich mache darum trotzdem einfach Breakout-Räume auf, sodass, wenn Sie quasi mit der Evaluation auch schon fertig sind, dann auch noch einfach miteinander sich auch weiter vernetzen können. Genau, für diejenigen von Ihnen, die gerade bei YouTube zuschauen, wenn Sie diese Vorlesung bitte auch in dieser Vorlesungswoche evaluieren würden, weil ich glaube, danach werden Ihre Evaluationen auch nicht mehr gewertet. Aber genau, also ich würde mich sehr über Ihr, beziehungsweise die Universität würde sich sehr quasi über Ihre Einschätzung zu unserer Veranstaltung freuen und ich mich logischerweise ebenfalls. Okay, ich mache verschiedene Breakout-Räume kurz auf. Genau, und dann sehen wir uns in circa 15 Minuten auch wieder und starten dann wieder richtig los mit unserem Prozesskreislauf. Okay, bis nachher.
Okay, willkommen zurück in der Hauptsession von unserer Vorlesung. Ich freue mich, dass Sie sich auch die Zeit auch genommen haben, quasi über unsere Vorlesung zu reflektieren und auch diese zu bewerten. Wir werden die Ergebnisse davon auch vorstellen, sobald wir sie haben, logischerweise. Und Sie werden auch als Beispiel verschiedene Ergebnisse aus dem vorherigen Jahr auch sehen, weil das ein gutes Beispiel ist für Analysewerte und wie diese auch interpretiert werden können. In gewisser Weise ist das also auch in vielerlei Hinsicht wieder auf einer Beta-Ebene, wie auch diese Veranstaltung auch allgemein auch sehr häufig sich auf einer Beta-Ebene bewegt, weil wir wollen, dass wir die pädagogische Psychologie für sie auch wirklich erfahrbar und auch direkt erlebbar auch machen, dann auch sehen. Okay, ich gucke kurz in das Chatfenster, ob sich das mit dem Ton gebessert hat. Das scheint bei einigen der Fall zu sein. Bitte schreiben Sie das aber auch noch weiter in das Chatfenster auch herein, dass wir das auch gut natürlich auch wieder anpassen können. Okay, alles klar. Super, was haben wir heute vor? Wir wollen uns vor allem den Prozess Ablauf, da die verbleibenden Teile nochmal genauer anschauen. Und wenn Sie sich da an die vergangene Woche erinnern, da haben wir die ersten Aspekte genauer betrachtet und wir wollen uns jetzt heute die letzten beiden genauer anschauen. Also vor allem auch, wie man Entscheidungen trifft und wie man da auch Diagnosen quasi abwägt, basierend auf Fehlerwahrscheinlichkeiten auch. Sie haben auch da wieder viele spannende Blogbeiträge zugeschrieben. Ich weiß, ich wiederhole mich da gefühlt und Sie, aber ich sehe ja quasi auch, was Sie alles auch schreiben und wie Sie da auch das dann auf Ihre eigenen Lebens- und Umwelten auch beziehen und auch jetzt mit, wir haben jetzt auch wieder mehr Podcasts. Ich kann Ihnen auch nur empfehlen, sich irgendwie morgens oder so mit einem Kaffee vielleicht einen Podcast anzuhören. Also wirklich auch viele spannende Sachen. Also ich will Sie wirklich auch dazu ermuntern, da auch darauf zurückzugreifen. Genau, also wenn wir quasi Entscheidungen treffen wollen, müssen wir verschiedene statistische Verfahren anwenden, um genauer zu beschreiben, wie wir die Konstrukte, die wir eventuell operationalisiert haben, was wir da sehen, um unsere Hypothesen, die wir vorher gestellt haben, zu untersuchen. Dabei gibt es zwei große Felder, zum einen die deskriptive Statistik und auch die Inferenzstatistik. Und dabei ist es halt wichtig, dass die deskriptive Statistik dabei sich auf eine Stichprobe bezieht, die einen Teil von der Grundgesamtheit, von der gesamten Population darstellt. Und dass man mit dieser deskriptiven Statistik wirklich nur die zufällig gezogene Stichprobe aus der Population genauer beschreibt, um dann zu sagen, okay, in unserer Stichprobe liegen die nachfolgenden Informationen vor. Im Gegensatz dazu steht die Inferenzstatistik, wo Sie von der Stichprobe, die Sie gezogen haben, dann schlussfolgern wollen auf die gesamte Population. Also die Inferenzstatistik ist von daher auch als eine schließende Statistik dann auch zu sehen. Und Sie wollen quasi mit der deskriptiven Statistik vor allem die empirischen Daten, die Sie halt erhoben haben, übersichtlich darstellen, damit Sie dann auch ein besseres Verständnis haben von Ihrer Stichprobe, um dann auch eventuell die Analysemethoden, von denen Sie auch jetzt einige in dieser Veranstaltung jetzt kennenlernen werden und auch wenn Sie auch beispielsweise die Diagnostik Vorlesung belegen, da lernen Sie halt auch noch viel mehr Methoden kennen oder wenn Sie weiterführende methodische Seminare
besuchen, lernen Sie wirklich eine Vielzahl von quantitativen Erhebungsmethoden und Analysemethoden kennen. Aber die Grundlage dazu bildet wirklich auch die deskriptive Statistik. Dabei ist es wirklich wichtig, dass, dass die deskriptive Statistik wirklich nur auf Grundlage Ihrer erhobenen Daten in der Stichprobe, die Sie zufällig gezogen haben, im Idealfall dann bezieht und dass Verallgemeinerungen dabei nicht unbedingt auch vorgenommen werden. Wie beschreibt man verschiedene Stichproben? Was sind dabei Kennzahlen und Kennwerte, die auch häufig verwendet werden? Zum Beispiel die drei größten oder die drei wichtigsten Kennwerte von deskriptiven Statistiken stellt der Mittelwert, die Standardabweichung und der Median dar. Sie sehen jetzt beispielsweise hier eine Statistik, wo eine Stichprobe gezogen wurde für die Körpergröße von 1078 Männern und sehen quasi an dieser Verteilung den Mittelwert, der mit dieser goldenen Linie gekennzeichnet wurde, der die mittlere Ausprägung von allen Werten beschreibt, von dieser einen Variable, von der Körpergröße. Dann die Standardabweichung, die gibt quasi an, wie die Streuung der Werte in Bezug auf den Mittelwert ist, also wie die individuellen Ausprägungen in der Variable gestaltet sind. Und der Median gibt den Zentralwert an, also quasi wenn Sie von Ihrer gesamten Stichprobe jeweils immer sukzessive die Enden wegschneiden und dann quasi bei dem einen Wert übrig bleiben, der quasi genau in der Mitte von Ihrer Stichprobe liegt. Das wird dann als Median bezeichnet. Wir schauen uns das jetzt auch nochmal sehr konkret an den Vorlesungsevaluationen von Ihren Mitstudierenden von genau dieser Veranstaltung an. Die Fragen werden Ihnen auch vermutlich bekannt vorkommen, wenn die zentrale Evaluation die Fragen nicht geändert haben sollte. Ich habe da selber auch nicht vorher hereingeschaut. Genau, wo quasi Ihre Mitstudierenden gesagt haben, der Besuch der Veranstaltung hat sich für mich gelohnt. Das sehen Sie jetzt hier quasi die Verteilung von 1 bis 5 prozentual, jetzt beispielsweise in der obersten Zeile. Und der Mittelwert als rot gekennzeichnet würde jetzt hier bei einer 1,8 liegen und Standardabweichung von 0,7. Und der Median dabei wäre dann eine 2. Also so können Sie quasi diese Statistiken, die Sie halt sehen, interpretieren, um dann auch eine bessere Einschätzung jetzt zu bekommen. Jetzt haben jetzt hier in dieser Veranstaltung 104 Leute die Frage beantwortet. Es ist auch wieder deskriptiv, weil in der Veranstaltung waren viel mehr Studierende auch drin und wir machen auch jetzt keine Inferenzstatistik, um quasi auf die gesamte Teilnehmerzahl auch zu schließen, aber quasi von diesen Teilnehmenden, die diese Evaluation ausgefüllt haben, war dies jetzt beispielsweise der Wert. Oder hier, ich gebe der Lehrveranstaltung die Gesamtnote, Mittelwert 1,7 ist also so okay, würde ich sagen. Standardabweichung 0,5, Sie sehen also, die Streuung da ist auch wesentlich, oder sie ist auf jeden Fall kleiner. Das heißt, es gibt da mehr Übereinstimmung in gewisser Weise von Ihren Mitstudierenden. Und Median wieder 2. Und das andere, ich gebe dem Dozierenden die Gesamtnote und dann können Sie das halt wieder da betrachten, was da jetzt der Mittelwert und der Median quasi auch darstellt. Und da bekommen Sie quasi auch eine bessere Einstimmung darüber, welche Teile auch dann diagnostisch gesprochen dann auch eventuell auch verbessert werden können. Und Sie haben ja auch da die Evaluation auch selber durchgeführt und da sehen Sie halt auch diese vielen verschiedenen Fragen, die auch da gestellt werden, inhaltlich klar strukturiert, die Unterlagen sind hilfreich und so können
dann quasi Dozierende beispielsweise, wenn sie ihre eigene Diagnostik quasi für ihre eigene Veranstaltung ausführen, dann sich ja anschauen, okay, wo liegen Schwachstellen, wo haben die Studierenden gesagt, okay, da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial und was kann man auch allgemein auch verbessern. Und so sehen sich quasi so das Prinzip davon, wie auch dann diese deskriptiven Statistiken dann einen Überblick quasi geben können. Das haben Sie jetzt quasi gesehen als Statusdiagnostik quasi zu einem Zeitpunkt. Wenn wir jetzt beispielsweise uns diese Evaluationsergebnisse anschauen, die vergleichen mit dem vorherigen Jahr und den, die Sie jetzt gerade gemacht haben, dann gehen wir auch schon so langsam wieder in die Prozessdiagnostik über. Von wegen, hat sich die Veranstaltung über die Zeit verändert? Hat sie sich vielleicht verbessert oder verschlechtert? Oder was sind da verschiedene Merkmale, die wir da auch betrachtet haben? Also Sie sehen, das ist wirklich ein Weg, um auch Informationen, die jetzt groß auch gesammelt worden sind, auch in gewisser Weise zu nehmen, um diese dann kompakter darzustellen, um dann auch besser die Konzepte und die einzelnen Merkmale auch zu verstehen. Weil Sie können sich vorstellen, wenn wir uns jetzt im zum Beispiel 100 einzelne Fragebögen anschauen würden, dann würde es uns wesentlich schwieriger fallen, quasi einen Eindruck von der Veranstaltung auch zu gewinnen. Genau, eine Frage vom Chat. Wie viele Personen haben die Vorlesung besucht? Wie hoch ist der Prozentsatz an Feedback? Was ist normal an Prozent? Wie viel Prozent Feedback wäre super? Ich glaube, jetzt in diesem Semester, ich glaube, bei Greycraft sind 255 Leute. Also schon wesentlich mehr auch, wobei auch einige von Ihnen auch quasi die Veranstaltung belegen, um sich einfach selber weiterzubilden, ohne jetzt auch wirklich quasi Credit Point zu holen, was auch wirklich auch Teil von den Sachen sind von unserem Gesamtkonzept, dass wir quasi Ihnen quasi ein Angebot bieten wollen, da auch verschiedene Konzepte auch einfach näher zu vertiefen, ohne jetzt auch wirklich ohne auch wirklich irgendwie Studienprogress auch unbedingt machen zu müssen. Wie viele Personen haben die Veranstaltung im letzten Semester besucht? Gute Frage. Ich glaube so 160, 170 oder so. Das heißt, der Prozentsatz war knapp über 50%. In gewisser Weise, was Sie allerdings wollen, ist, wenn Sie vor allem Inferenzstatistik machen, dann ist es wichtig, dass Sie der Prozentzahl, also die sogenannte Response Rate, nicht unbedingt so wichtig. In vielen Studien ist die Response Rate auch nur bei irgendwie 10% oder bei 20%. Sie können sich vorstellen, beispielsweise, Sie kriegen ja auch viele wenn Sie an der Universität Tübingen studieren, über den allgemeinen Mailverteiler auch wirklich auch jeden Tag Einladungen an Studien, an Fragebögen auch teilzunehmen. Und die Response Rate für diese Fragebögen, es würde mich wundern, wenn die quasi über 5% liegen würde. Aber was wirklich wichtig ist, ist quasi die Anzahl der Personen, die daran teilnehmen. Denn je mehr Personen an solchen Umfragen teilnehmen, desto höher ist die Statistical Power. Und dadurch können Sie präziser dann Rückschlüsse treffen auf die Hypothesen, die Sie auch da gestellt haben. Also es kommt auf die Response Rate, es ist schon wichtig in gewisser Weise, aber die absolute Anzahl an Teilnehmenden ist dabei oftmals wichtiger. Und Sie können sich auch dann quasi anschauen. Je nachdem, was Sie untersuchen, gibt es auch verschiedene Studien, die auch dann
betrachten, okay, in diesem Themenbereich, was da Einschätzungen sind, was dabei irgendwie auch gute Response Rates auch wären. Eine weitere Frage vom Chat, gibt es auch negatives Feedback, trauen sich Menschen überhaupt nicht, negatives Feedback zurückzugeben? Da quasi die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, Social Desirability, was wird quasi von Ihnen erwartet? Und das ist natürlich auch sehr wichtig und das haben Sie ja auch gesehen, als Sie diese Testverfahren, diese Diagnoseinstrumente in der letzten Woche auch betrachtet haben, welche Testverfahren es gibt, beispielsweise bei Interviews, ist die Social Desirability, quasi die Fragen so zu beantworten, wie es die Interviewer wollen, nochmal wesentlich höher. Im Vergleich dazu sind quasi Fragebögen, die auch noch komplett anonym gestaltet sind, probieren dadurch natürlich eine etwas objektivere Weise auch zu bekommen, sodass dieses Diagnoseinstrument dann auch die realen Empfindungen der Personen auch abbildet. Das gleiche Prinzip haben wir auch quasi, wenn wir quasi unser wöchentliches oder zweiwöchentliches Feedback auch haben. Und da haben wir quasi im Lehrteam ebenfalls auch gesehen und uns auch wirklich gefreut quasi über in Anführungszeichen in negatives Feedback, aber in gewisser Weise. Die Frage ist ja, was ist denn negativ? Also ich persönlich freue mich immer sehr, wenn Sie quasi Anregungen haben, wie man die Veranstaltung besser machen kann. Und ich glaube, dass es auch dann sicherlich gewisse Rahmenbedingungen gibt, die wir vorgeben. Aber dass wir schon auch probieren, dass wir das alles auch positiv für Sie alle hier gestalten. Also es ist dann auch quasi die Frage, wenn Sie Informationen bekommen, wie schätzen Sie diese Informationen ein? Was sind auch beispielsweise dann Outlier, um dann für die Allgemeinheit dann gute Entscheidungen auch zu treffen? Genau, und in Bezug jetzt auf die Inferenzstatistik, da wollen wir quasi im Gegensatz zur beschreibenden Statistik auf die Grundgesamtheit auch schließen und überprüfen dabei auch vor allem Hypothesen. Und dabei werden vor allem Nullhypothesen gegen Alternativhypothesen getestet, wobei wir dann mit unseren statistischen Tests dann beschreiben können, inwieweit unsere Stichprobe, die wir gezogen haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dann auf die Grundgesamtheit, auf die gesamte Population dann auch Verallgemeinerungen auch zu nehmen. Und das sehen Sie auch wirklich sehr häufig quasi, wenn Sie sich Forschungsstudien betrachten. Also Sie sehen da quasi die verschiedenen sogenannten Alpha-Niveaus, die auch da quasi die Fehlerwahrscheinlichkeit angeben. Und das ist sehr häufig dabei ist vor allem auch, dass 95% Quartil oder auch wenn Alpha-Werte auf 5% gesetzt werden oder auch wenn es halt da drunter liegt. Und was Sie halt dabei vor allem auch betrachten, ist, dass quasi mit diesen Hypothesentests dann die Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha über den P-Wert, also die Wahrscheinlichkeit, dann betrachten wollen, um zu testen, gilt die Nullhypothese oder die Alternativhypothese. Aber dabei ist es sehr wichtig auch zu beachten, dass selbst wenn Sie die Nullhypothese ablehnen, also wenn die Wahrscheinlichkeit unter Ihrem gesetzten Alpha-Niveau liegt, kann die Nullhypothese trotzdem gelten und dass wir quasi, wenn wir dann die Nullhypothese zurückweisen, einen Fehler machen, weil wir auch zufällig dann, weil sie ja zufällig auch dann die Stichproben gezogen haben, ein sehr unwahrscheinliches Stichprobenereignis
auch haben. Und das wird quasi mit zwei Arten von Fehlern betrachtet, die wir uns anschauen. Und zwar zum einen den Alpha-Fehler, der auch als Fehler der ersten Art bezeichnet wird, wo wir uns anschauen, okay, wenn wir eine Null-Hypothese haben und dann in der Population das Vergleichen von unserer Stichprobe, ist es dann der Alpha-Fehler, dass wir H1 haben, aber bei H0 das dann nicht der Fall ist. Und im Gegensatz dazu steht quasi der Beta-Fehler, also der Fehler zweiter Art, und der ist halt genau umgedreht, wo sie halt dann bei den Hypothesentests dann dies betrachten. Und dabei sehen Sie, dass auch der Beta-Fehler in gewisser Weise auch häufiger schwieriger zu bestimmen ist, welches aber auch vor allem bei kleineren Stichproben höher ist. Und da sehen Sie auch quasi wieder in Bezug auf die Frage vom Chat gerade, was wollen Sie an Response Rate haben? Sie wollen in gewisser Weise eine so hohe Stichprobe allgemein haben, um auch vor allem Ihre Beta-Fehler auch zu minimieren. Und Sie haben jetzt auch jetzt hier diese Grafik auch schon vorher in einer der Veranstaltungen auch gesehen, wo wir die PISA-Ergebnisse uns angeschaut haben und uns quasi angeschaut haben, okay, wie sind die Merkmale von lesebezogener Kompetenz im Vergleich von nicht gymnasialen Schularten und gymnasialen Schularten. Und wo dann überprüft wird, okay, gibt es da einen Unterschied zwischen diesen beiden Schularten? Und da sehen Sie jetzt anhand dieses Balkendiagramms diese Teile, die Standardabweichungen werden ebenfalls auch betrachtet. Und dann werden die gymnasialen und die nicht gymnasialen Ergebnisse verglichen bei einem Alpha-Niveau von p kleiner als 0,05, was so in der pädagogischen Psychologie auch eines der Standardmaße auch für statistische Signifikanz darstellt. Und jetzt würden Sie da beispielsweise sehen, okay, bei Lesefreude gibt es einen statistisch positiven Unterschied, dass die Lesefreude an Gymnasien, an Schülerinnen und Schüler, die an einem Gymnasium teilnehmen, signifikant höher ist im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern von nicht-gymnasialen Schulen. Genauso sehen Sie in diesem Hypothesentest, dass die wahrgenommene Kompetenz an Gymnasien signifikant höher ist in Bezug auf nicht-gymnasiale Schularten und dass die wahrgenommene Schwierigkeit signifikant kleiner ist an Gymnasien, an Schülerinnen und Schülern in Gymnasien im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern an nicht-gymnasialen Schulen. Also Sie sehen quasi da, wie diese Hypothesentests, die sich den Unterschied betrachtet haben, in der Null-Hypothese, dass beide Gruppen gleich sind, das wurde zurückgewiesen, um dann zu betrachten, was der Unterschied ist. Und dass dann die Unterscheidung zwischen Schülern und Schülern an gymnasialen Schulformen versus an nicht gymnasialen Schulformen dann auch betrachtet wurde. Okay, so, jetzt würde ich Sie bitten nun, dass Sie sich anschauen, okay, in Bezug auf die Inferenz- oder deskriptive Statistik, wir haben jetzt zwei verschiedene Breakout-Sessions vor. Und zwar würde ich Sie zunächst bitten, dass Sie sich anschauen, was, dass Sie sich quasi zurückerinnern, was für Forschungsfragen Sie in der vorherigen Woche betrachtet haben und auch was für Hypothesen Sie
aufgestellt haben. Sie kommen jetzt quasi in neue Breakout-Räume herein im Vergleich zur Woche vorher. Aber dass sie sich nochmal daran erinnern, was sie vorhaben und auch dann nochmal überlegen, okay, wie wollen sie da vorgehen? Wollen sie inferenzstatistisch vorgehen, um ihre Fragestellung zu beobachten, oder wollen sie dabei deskriptiv vorgehen? Das ist quasi Teil 1 von dem Breakout-Raum und dann werden wir Ihnen auch noch verschiedene statistische Methoden vorstellen und das ist dann Teil 2 von dem Breakout-Raum, wo Sie dann genau betrachten werden, welche Analysemethoden Sie auch verwenden würden. Aber zunächst quasi als Einstieg und auch als Erinnerung von denjenigen von Ihnen jetzt auch, dass Sie auch quasi in den Breakout-Räumen vorstellen können, was Sie in dem Forschungskreislauf betrachtet haben. Okay, circa 7 Minuten, auch etwas mehr Zeit als eventuell notwendig ist, auch im Hinblick darauf, dass Sie auch ja sich nochmal zurückerinnern müssen, was Sie auch vorgehabt haben. Okay, und dann sehen wir uns gleich wieder.
Okay, so, willkommen zurück. Ich freue mich, dass Sie quasi da auch jetzt noch von Ihrem Forschungskreislauf die ersten Projekte, die Sie sich da betrachtet haben, auch nochmal in Erinnerung auch gerufen haben. Wenn Sie jetzt dann quasi untersuchen wollen, wie wollen Sie Ihre Forschungsfragen überhaupt angehen in Bezug auf Inferenzstatistik, was sind da Standardverfahren, die Sie da verwenden können? Sehen Sie vor allem, dass es zwei hauptsächliche Typen gibt, mit denen Sie Fragestellungen betrachten können. Zum einen sind dies Korrelationsanalysen, wobei Sie dann den Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen genauer beschreiben wollen. Dafür verwenden Sie dann eine Korrelationsanalyse und wir werden uns da auch genauer anschauen, was so Korrelationskoeffizienten auch bedeuten. Und dann ein anderer Weg, den Sie auch häufig sehen, sind Regressionsanalysen, wo Sie dann ein Merkmal mit anderen Merkmalen, die Sie operationalisiert haben, vorhersagen wollen, mit Hilfe von einer Regressionsgleichung. Und dann gibt es auch noch quasi in Bezug auf die Regressionsanalyse, wenn Sie nochmal den Einfluss von dritten Variablen genauer betrachten wollen, würde quasi in der Regressionsanalyse entweder eine Moderatorvariable eingebaut werden, wenn Sie beispielsweise den Zusammenhang zwischen der Zielsetzung und der Leistung untersuchen wollen und als Moderator sich hier anschauen wollen, okay, die Art der Zielsetzung oder auch als Mediation. Also wenn Sie sich anschauen wollen, okay, Variablen, die auch einen Einfluss, beispielsweise die Anstrengung, die einen Einfluss auf die Lernmoderation und die Studienleistung besitzt, um dann anzuschauen, okay, wie mediiert Anstrengung den Zusammenhang von Lernmotivation auf Studienleistung. Wie man genau solche Analysemethoden durchführt, würden Sie quasi in methodischen Vorlesungen hier an der Universität Tübingen oder wenn Sie auf YouTube einfach Regression Analysis in das Suchfenster eingeben, werden Sie sehr viele Informationen auch finden, auch in Bezug auf Moderationen, Mediationen und auch viele weitergehende Untersuchungsdesigns und auch Verfahren. Für die Korrelationsanalyse, die auch wirklich auch den Grund darstellt, die grundlegende Analysemethode darstellt, die gibt vor allem den linearen Zusammenhang zwischen zwei Merkmal an und kann dabei Werte zwischen minus 1 und plus 1 annehmen, wo quasi bei einem Wert von plus bzw. von minus 1 ein perfekt positiver bzw. auch negativer bei minus 1 ist im Vergleich zu Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen auch besteht. Wenn der Wert bei 0 ist, dann gibt es keinen linearen Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen. Wenn wir uns quasi genauer betrachten wollen, okay, was ist die Stärke von Korrelation, wird klassischerweise in der Klassifikation von Cohen von einer geringen Korrelation gesprochen, wenn der Korrelationskoeffizient ungefähr bei Punkt 1 liegt, von einer mittleren Korrelationsstärke bei um die Punkt 3 und sobald wir in die Region von Punkt 5 oder mehr gehen, wird auch von einer starken oder auch von einer hohen Korrelation auch gesprochen. Sie können sich das auch quasi visuell auch vorstellen, wenn Sie die beiden Merkmale auf den X- bzw. Y-Achsen auch betrachten. Sehen Sie jetzt beispielsweise auf der linken Seite, dass das Merkmal Y und das Merkmal X negativ auch miteinander korreliert sind.
dass es quasi auf einer komplett linearen gerade bei minus 1 liegt und quasi dann die Zwischenschritte von minus 1 zu plus 1 von den Korrelationskoeffizienten. Ich habe Ihnen jetzt auch da verschiedene Beispiele jetzt auch mitgebracht und jetzt hier würde ich Sie jetzt bitten, in das Chatfenster dann zu schreiben oder wenn Sie das auf YouTube verfolgen, dass Sie sich das vielleicht auf einem Stück Papier notieren oder auch in Ihren Gedanken einfach notieren, was hier der Korrelationszusammenhang von diesen dargestellten Werten auch darstellt. Also schreiben Sie bitte A, B oder C jetzt in das Chatfenster. Okay, wir sehen sehr viele, die die A in das Chatfenster schreiben, was auch korrekt ist, weil da ein positiver Zusammenhang besteht und quasi bei diesen simulierten Daten ist jetzt der Korrelationskoeffizient bei Punkt 7 ungefähr. Okay, zweites Beispiel. Wie sieht es hierbei aus? Beispiel 2, wieder in das Chatfenster schreiben A, B oder C, wie da Ihre Einschätzung ist. Okay, viele von Ihnen schreiben B in den Chat, was ebenfalls korrekt ist jetzt in diesem Beispiel, ist jetzt der Korrelationskoeffizient bei Punkt 048, also sehr nah an der 0 dran. Und Sie sehen quasi da, dass die X- und Y-Werte quasi nicht voneinander in einer linearen Abhängigkeit stehen. Okay, und last but not least, das dritte Beispiel, wieder A, B oder C. Was sagt der Chat? In gewisser Weise ist es ja auch so, wenn wir die anderen beiden Sachen vorher gefragt haben, ist es auch, aber, aber trotzdem, damit Sie das auch jetzt nochmal sehen, genau, der Chat ist auch da für C, logischerweise. Perfekt. Da der Korrelationskoeffizient hier ist jetzt minus Punkt 5,3, also ein negativer Zusammenhang. Okay, was wichtig ist dabei bei Korrelation zu betrachten, ist, dass Sie den Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen nicht mit einem kausalen Zusammenhang verwechseln sollten, weil nur weil ein korrelativer Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen besteht, heißt es keinesfalls, dass das Merkmal 1 das Merkmal 2 vorhersagt. Und es ist auch keine Wenn-Dann-Beziehung, sondern eher ein je höher das Merkmal 1 ist, desto höher ist auch das Merkmal 2. Also dass Sie wirklich auch da sich genauer betrachten müssen, dass quasi nur der Zusammenhang zwischen diesen zwei Merkmalen dargestellt wird, aber keine kausale Richtung halt betrachtet wird und genauso auch, dass halt auch vielerlei andere Faktoren, wie beispielsweise Drittvariablen auch dabei nicht berücksichtigt werden, weil sie wirklich nur diese zwei Merkmale in Korrelationsanalysen halt auch betrachten. Und quasi ein Beispiel für so eine Scheinkorrelation ist jetzt hier zu sehen, habe ich Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht, und zwar die Anzahl der Personen, die gestorben sind, weil sie in ihren Swimmingpool gefallen sind und daran ertrunken sind, und die Filme von Nicolas Cage.
Und wenn Sie sich jetzt sagt, weil Sie einfach nur so diese Grafiken betrachten würden, würden Sie auch da eine sehr hohe Korrelation auch sehen. Aber kausal? Schwierig. Schwierig. Also ich würde sagen, dass da auch kein kausaler Zusammenhang auch besteht. Also wirklich auch da quasi die Warnung an Sie, korrelative Ergebnisse nicht als kausale Ergebnisse auch zu betrachten. Okay, so, jetzt, ich habe vorhin gesagt, Teil 2 von Ihrem Breakout-Raum. Von daher jetzt wieder würde ich Sie quasi bitten, in den Breakout-Raum zurückzugehen. Sie haben jetzt verschiedene Analysemethoden, Korrelationen und verschiedene Regressionsarten auch kennengelernt. Wenn Sie jetzt da vielleicht mit 3-4 Minuten beschreiben würden zu Ihren Mitstudierenden im Breakout-Raum, wie Sie da auch vorgehen würden, um Ihre Forschungsfrage auch zu beantworten. Okay, wir legen jetzt los.
Super. Willkommen zurück. Ich bin mir sicher, dass Sie da jetzt auch verschiedene Verfahren auch miteinander auch jetzt besprochen haben. Und wir wollen jetzt übergehen, dass wir uns verschiedene Testverfahren jetzt nun betrachten werden und auch da verschiedene Gütekriterien kennenlernen, die dabei einen Einfluss auch machen. Und zwar die drei wichtigsten Kriterien, die da betrachten, ist, wie ein Test, einen guten Test auch darstellt. Und zwar die drei wichtigsten Kriterien dabei sind die Objektivität, die Reliabilität und die Validität. Die Objektivität bezeichnet dabei, dass wenn Merkmale, die gemessen werden, unabhängig von Testleiter oder auch von Testauswertern gemessen werden. Also wenn es wirklich klar spezifiziert wird, wie die Ergebnisse dann auch interpretiert werden können. Dabei gibt es verschiedene Arten von Objektivität, die betrachtet werden. Vor allem die Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität. Dabei sehen Sie beispielsweise bei der Durchführungsobjektivität, das können Sie erlangen, wenn der Test immer gleich durchgeführt wird. Also wenn Sie beispielsweise den Einfluss von Unterrichtsmaterialien auf den Schulerfolg untersuchen wollen, dass dann die Instruktion von der gleichen Person durchgeführt wird und nur die Unterrichtsmaterialien auch dann variieren. Oder auch, dass quasi andere Faktoren gleich gestaltet sind, damit sie von der Durchführung keine anderen Voraussetzungen schaffen. Dann Teil 2, die Auswertungsobjektivität ist, dass wenn Sie Ergebnisse bekommen, dass dann die Personen, die es auswerten, dann die gleichen Ergebnisse auch erreichen. Also Sie können sich das beispielsweise vorstellen, wenn Sie bei den Abituraufgaben deutschen Abitur, dass da verschiedene Bewertungsschemata verwendet werden, insbesondere bei zentralen Prüfungen, so dass es keinen Unterschied macht, welche der Personen die Auswertung vornimmt, dass die Ergebnisse davon immer gleich sind. Das wird als Auswertungsobjektivität auch betrachtet. Sie können jetzt auch beispielsweise, wenn Interviews durchgeführt werden und diese Interviews dann kodiert werden, wird die Auswertungsobjektivität beispielsweise mit einem sogenannten Cohen's Kappa dann auch berechnet, wo sie dann von verschiedenen Codierern schauen, okay, werden die gleichen Sachen auch gleich von den Codiererinnen und Codierern dann auch dargestellt. Und die Interpretationsobjektivität ist, dass verschiedene Personen, die Daten auswerten, dann auch zu gleichen Interpretationen auch gelangen. Also so etwas wie Deutschaufsatz bringt 23 Punkte. Was bedeuten 23 Punkte? Dass dabei auch die Skala auch gleich ist und auch zu gleichen Ergebnissen führt. Sie sehen da auch noch gleich nachher ein Beispiel von unterschiedlichen Skalierungen dann auch. Dann das Zweite, die Reliabilität, bezieht sich darauf, dass das Tests reliabel sind, wenn die Merkmale, die gemessen werden, ohne einen Messfehler gemessen werden. Dabei gibt es ebenfalls auch verschiedene Arten der Reliabilität, die betrachtet werden. Zum einen die Retest
Reliabilität, also dass wenn Sie den Test zu verschiedenen Messzeitpunkten messen, dass auch dann ein ähnlicher Wert auch gemessen wird. Also Sie werden sich auch da vielleicht an eine der Fragen vom Chatfenster zur Intelligenzvorlesung auch zurückerinnern, wo gefragt wurde, okay, wenn der Test an einem anderen Tag durchgeführt wird, ob dann die Schülerinnen und Schüler oder die zu testenden Personen auch zu gleichen Ergebnissen gelangen. Wenn Ihr Test eine hohe Retest-Reliabilität hat, dann müssten Sie auch zu gleichen Ergebnissen auch gelangen. Dann Paralleltest-Reliabilität, die bezieht sich darauf, dass wenn Sie vergleichbare Testaufgaben haben, dass dann auch vergleichbare Ergebnisse auch erzielt werden. Also beispielsweise, wenn Sie so einen Pre- und Post-Test-Design haben, um beispielsweise den Effekt von einer Intervention, die Sie geplant haben, vielleicht zum Bereich Lesekompetenzförderung, wollen Sie messen, Sie testen die Schülerinnen und Schüler vorher, dann führen Sie die Intervention durch und dann testen Sie die Schülerinnen und Schüler nachher. Sie können dabei jetzt nicht die gleichen Fragen verwenden, um das Wissen zu absolvieren, weil es dann halt Wiederholungseffekte geben kann. Aber trotzdem, die beiden Fragenkomplexe, die Sie da jetzt haben, um das Wissen der Schülerinnen und Schüler abzurufen, die müssen dennoch übereinstimmen. Also der Schwierigkeitsgrad darf sich auch nicht unterscheiden, weil Sie ansonsten gegen diese Paralleltest-Reliabilität dann verstoßen würden. Und dann ein dritter Reliabilitätsfaktor ist die interne Konsistenz, was Sie auch vor allem haben, wenn Sie ein Konstrukt operationalisieren mit vielen verschiedenen Variablen. Wenn Sie sich beispielsweise die Intelligenz beispielsweise messen wollen, haben Sie viele verschiedene Items, die da Komponenten abbilden, dann wollen Sie auch, dass die einzelnen Items, die Sie dazu verwenden, um das andere Konstrukt zu messen, eine hohe interne Konsistenz haben, eine hohe interne Reliabilität, dass die auch wirklich dann auch das eine Konstrukt dann auch messen würden, was Sie da typischerweise mit dem sogenannten Cronbach Alpha dann auch quasi bestimmen können. Und dann das dritte Testgütekriterium ist die Validität, was dann erfüllt wird, wenn die Merkmale, die gemessen werden sollen, auch wirklich gemessen werden und jetzt nicht andere Merkmale gemessen werden. Also das ist beispielsweise, dass Sie auf einer inhaltlichen Ebene die sogenannte Inhaltsvalidität überprüfen. Also dass wenn Sie einen Test zur Rechenleistung in der Grundschule machen wollen, dass Sie dann auch Fragen zu allen Grundrechenarten auch verwenden und jetzt nicht, sagen wir mal, nur Fragen zur Addition und die anderen Grundrechenarten komplett weglassen, aber dann sagen wir, okay, unser Test misst die allgemeine Rechenleistung von Grundschülerinnen und Grundschülern in der vierten Klasse. Dann die Kriteriumsvalidität, wenn Sie da etwas betrachten wollen, beispielsweise ein Diagnoseinstrument haben wollen, dass da die Kriterien, die Sie verwenden, auch einen hohen Zusammenhang mit den Zielvariablen aufweisen. Beispielsweise Numerus Clausus und Studienerfolg oder Hochschulzulassungstest beispielsweise in den Fachbereichen Medizin und der Studienerfolg. Wenn Sie da beispielsweise sehen, okay, der Hochschulzulassungstest hat überhaupt keinen Einfluss darauf oder die Werte, die Sie da, die Ihre zu testenden Personen da haben, haben überhaupt keine Korrelation mit dem Studienerfolg allgemein,
dann ist die Kriteriumsvalidität von diesem Hochschulzulassungstest in Frage zu stellen auch. Und dann Konstruktvalidität, dass wenn Sie ähnliche Konstrukte messen wollen, das auch dann zu Zusammenhängen mit ähnlichen Tests dann auch zu sehen werden. Also dass wenn Sie beispielsweise Intelligenz messen wollen und da verschiedene Tests verwenden, die der Zusammenhang zwischen diesen Tests dann auch gegeben ist, im Vergleich dazu, wenn Sie ein komplett anderes Konstrukt messen wollen, dann will Ihr Intelligenztest beispielsweise nicht auch ein komplett anderes Konstrukt messen, was mit Ihrem eigentlichen Zielkonstrukt, beispielsweise der Intelligenz, nichts zu tun hat. Genau, also wir sehen wirklich, dass es verschiedene Arten gibt, auch für die Validität, wo Sie halt betrachten können, was gemessen wird und wie man es misst. Und quasi je nachdem, wie Sie da die Validität haben, können Sie da auch die Schlussfolgerungen, die Sie ziehen, dann auch überprüfen, inwieweit die auch dann belastbar und auch vertrauenswürdig auch sind. Das ist aber auch prinzipiell ein sehr komplexes Feld und Sie werden auch in vielen Studien sehen, dass es da häufig auch zu Schwierigkeiten kommt. Und ich will Ihnen jetzt da auch verschiedene Beispiele auch zeigen, wo Sie auch quasi bei dem Besten und bei diesen Testverfahren dann auch in der Realität auch, auch teilweise auch Probleme sehen. Oder wenn Sie auch Studien lesen, würde ich Sie auch dazu ermuntern, auch wirklich kritisch die Forschungsdesigns auch zu betrachten und auch wirklich zu schauen, okay, diese drei Gütekriterien, die Sie jetzt kennengelernt haben, inwieweit die vorgestellten Methoden diese Gütekriterien erfüllen oder wo auch da die Grenzen auch liegen. Also Sie sehen beispielsweise, dass Sie auch Fehler beim Messen haben können. Also beispielsweise systematisch, wenn Sie eine Stichprobe ziehen wollen, aber da quasi keine repräsentative Stichprobe auch bekommen. Also beispielsweise Sie wollen hier an der Universität etwas messen zu dem Interesse von Interesse an digitalen Medien beispielsweise. Und Sie ziehen dann diese Stichprobe an der Informatikfakultät, ohne beispielsweise andere Fakultäten halt auch mit zu berücksichtigen, wollen aber trotzdem auf die Grundgesamtheit von allen Studierenden schließen und haben dadurch halt keine repräsentative Stichprobe. Und genauso kann es auch sein, dass wenn Sie Stichproben ziehen, dass Sie auch da quasi unsystematische Fehler auch machen. Ein anderer Fall, wo Sie eventuell auch Probleme haben, ist es, dass die Skalierungen auch wirklich unterschiedlich sein können. Und das ist quasi, was ich vorhin auch angesprochen habe. Also was bedeuten 23 Punkte? Das kann halt auch, je nachdem, welche Skala verwendet wird, etwas komplett anderes aussagen. Also jetzt hier in diesem Beispiel haben Sie zwei verschiedene Bewertungsskalen. Die eine ist linear und da würden 23 Punkte beispielsweise zwischen einer 2 und einer 3 liegen. Sagen wir mal 24 Punkte. 24 Punkte wären in der Skala links eine 2 und in der Skala rechts wären 24 Punkte eine 3. Aber wenn Sie jetzt
in ihrer Auswertung beispielsweise fragen, okay, die Schülerinnen und Schüler, was für Mathematiknoten haben sie erhalten, sagen ihnen da, sagt ihnen da der Schüler mit der Skala links beispielsweise, okay, ich habe eine 2 erhalten, und der Schüler mit der Skala rechts würde dann sagen, ich habe eine 3 erhalten, obwohl quasi, wenn beide den gleichen Leistungstest absolviert haben, eigentlich die gleiche Leistung haben. Also es lohnt sich auch da wirklich auch noch mal auch immer kritischer nachzuhorchen, wo auch eventuell auch Probleme liegen können und auch wie dann diese Testgütekriterien dann auch nicht erfüllt werden können. Und wenn Sie quasi den ganzen Kreislauf auch jetzt durchlaufen haben, dann sind Sie quasi an dem Zeitpunkt, dass Sie dann Ihre Ergebnisse zusammenfassen und dann auch in einer Veröffentlichung dann quasi an die Allgemeinheit dann geben, um beispielsweise dann zu sagen, okay, hey PISA, was haben wir gelernt, was war unser Thema, unsere Forschungshypothesen, wie sind wir vorgegangen, damit auch dann andere dann ihre Methoden sehen können, transparent und auch die Ergebnisse dann auch entsprechend interpretieren können. Also wir fassen quasi zusammen, dass die diagnostischen Informationen hindenklich präzise Vorhersagen über zukünftiges Verhalten auch geben können, aber dass es auch wirklich wichtig ist, dass man methodisch auch wirklich sinnvoll und sauber vorgeht und auch die verschiedenen Prozesse von diesem Prozesskreislauf, den wir gesehen haben, auch wirklich, wirklich ernst nimmt und auch bei jedem Schritt wirklich genau reflektiert, wie man vorgeht und wie man dann, bis man dann quasi in den nächsten Schritt auch übergeht, weil gerade mit solchen diagnostischen Tests und auch dann diesen Ergebnissen auch häufig die Praxis informiert werden will, worauf dann hingehend andere Personen dann auch evidenzbasiert auch Entscheidungen treffen wollen. Dafür ist es dann umso wichtiger, dass die Evidenz, die sie präsentieren mit ihren Studien, dann auch den wissenschaftlichen Kriterien dann auch weitestgehend auch entspricht. Okay, das waren jetzt quasi zwei Veranstaltungen zur Methodik. Wir starten in der nächsten Woche wieder konzeptuell mehr ein und wollen uns da vor allem die Selbstregulation auch genauer anschauen, bis wir dann in den Bereich Lernstrategien, Unterrichtsmodelle auch weiter übergehen wollen. Bevor wir unsere Sitzung beenden, im Chat war vorhin noch eine Frage zu den Klausuren und zur Klausur- und Prüfungsanmeldung. Es scheint so zu sein, mit den steigenden Corona-Fallzahlen, also wenn Sie noch nicht geimpft sein sollen oder quasi gerade am Schwanken sind, will ich Sie auf jeden Fall dazu ermuntern, dies auch zu machen und auch quasi das Impfangebot hier von unserer Universität auch wahrzunehmen, auch bezüglich einer möglichen dritten Impfung logischerweise. Die Klausur wird voraussichtlich online auch stattfinden und für die Klausuranmeldung werden wir dann einige Wochen vor der Klausur ein Formular schicken über unsere Gradecraft und Ilias-Verteiler, sodass sie sich quasi dann über dieses spezielle Formular dann für die Prüfung dann auch anmelden können, je nachdem, in welchem Studiengang sie sind, auch dann quasi modular. Für diese Veranstaltung, für die empirische Bildungsforschung und die Diagnostik-Vorlesung, also dass sie sich da auch wirklich genau je nachdem, wie sie dann vorgehen, was sie brauchen, können sie dann quasi in diesem Formular, was wir ihnen zugeben, dann sich für die Prüfung anmelden. Das heißt, was quasi auf
Alma für die Prüfungsanmeldung steht, ist meines Wissens nach nicht relevant, weil wir quasi von Ihren Anmeldungen, die Sie dann über dieses Formular, was wir Ihnen noch geben werden, sich dann für die Klausur anmelden werden. Und diese Informationen werden danach quasi in diese Universitätssysteme hereingefüttert. Das machen wir quasi, weil wir halt so viele Studierende aus so vielen verschiedenen Studiengängen auch haben, so dass wir da leider unser inneruniversitäres System auch ein klein bisschen ansonsten halt auch überfordern würden. Okay, cool. Soweit. Und ich freue mich, Sie auch wieder in der nächsten Woche zu begrüßen. Alles klar, bis bald. Ich freue mich auf Sie.